Mit diesem Dip hältst du jeden Vampir fern, leider auch jedes D. Aber das ist das wert. Ich zeige dir heute, wie du geiles Aioli machst, ohne großen Tamtam. Man braucht dafür 2 Teile Joghurt, 2 Teile Mayo. Kannst du auch selber Mayo machen, ist auch ganz einfach. Dann kommt etwas Salz rein, ganz normal Tafelsalz. Und muss Knoblauch rein. Schöne Knoblauch, einfach mit der mittleren Reibe reiben. Und dann brauchen wir noch Citrus-Aioli, eine Bio-Zitrone. Davon nehmen wir erstmal nur den Zest, auch mit der gleichen kleinen Reibe. Schön abreiben. Aufpassen beim Reiben, man soll das Weiße nicht mitreiben, nur das Gelbe, weil Weiße wird bitter. Und damit das noch richtig zitronisch schmeckt, werden wir etwas Zitronensaft nehmen. Dafür zerdrücken wir die Zitrone, einmal aufschneiden und so kommt etwas Zitronensaft rein. Und damit das ganz geschmeidig ist, ein paar Tropfen von guten Olivenöl. Schön alles vermengen. Schön Luft reinschlagen, damit das so schön flockig und lecker ist. So, jetzt stand das gewisse Zeit. Man muss kurz weinen lassen, damit das schön sich durchzieht und richtig ganze Geschmäcker sich mit verbinden. Jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt.